Hallo und herzlich willkommen aus der K&K Hofbäckerei. Na Blödsinn, natürlich. Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe aus der Backstube. Die K&K Hofbäckerei deshalb, weil wir machen heute Sissi und Franz Keksal. Ganz ein tolles, aber einfaches Gebäck. Kann man zu Weihnachten oder natürlich das ganze Jahr essen. Was man dazu alles braucht, das seht ihr jetzt einmal auf der Zutatenliste. Als allererstes starten wir natürlich mit dem Backrohr vorheizen. 175 Grad Heißluft. Die Sissi und Franz Kekse, ich finde das total süß. Sissi und Franz ist ja jedem ein Begriff. Braucht man einen Mürbeteig. Den habe ich mir schon vorbereitet, weil der sollte unbedingt mindestens 2 Stunden im Kühlschrank sein. Oder noch besser wäre es, am Vortag vorbereiten, am Abend und nächsten Tag macht man dann die Kekse. Den Mürbeteig, den wird uns der Günther da oben das Video verlinken. Dieser Mürbeteig ist allerdings mit Mandeln. Ich schreibe das dann im Rezept genau dazu. Also ein Mandelmürbeteig. Ich habe da geschälte Mandeln verwendet, dass er schön weiß bleibt. Viel Vanille habe ich da dazugegeben. Und das Ganze ausstechen werden wir das nur mit einem kleinen runden Ausstecher. Es sind nämlich Sissi und Franz Daler. Die Sissi Daler, die werden wir dann mit einer Himbeer-Marzipanfülle machen und den Deckel ein bisschen mit weißer Schokolade verzieren. Und beim Franz, da nehmen wir eine Nougat-Rum-Ganache zum Füllen und einen dunklen Deckel. Ich glaube, die zwei passen dann ganz gut zusammen und schauen auf dem Keksteller ganz bestimmt richtig süß aus. Also starten wir mal mit dem Ausrollen von unserem Mürbeteig. Mürbeteig schön ausrollen, Arbeitsfläche ein bisschen bemehlen. Jetzt werden wir uns gleich eine Palette vorbereiten, damit man den dann immer ein bisschen lösen kann. Natürlich habe ich mir auch schon ein Backblech mit Backpapier vorbereitet, damit das alles schon ein bisschen flotter geht. Das ist die halbe Mitte, sage ich euch, wenn man sie gut vorbereitet. So, den rollen wir mal aus. Immer wieder ein bisschen drehen. Dann reißt er auch nicht ein. So circa 2 mm dick ausrollen. Wenn wir den Teig ausgerollt haben, noch einmal ein bisschen lösen von der Arbeitsfläche. Unseren Ausstecher einfach ein bisschen in Mehl tunken, tauchen und dann einfach Daler ausstechen. Das geht eigentlich recht flott. Ich habe da jetzt bewusst eher einen kleineren, runden Ausstecher genommen, weil ich finde ganz nett, wenn die zwei dann nebeneinander liegen. Schaut das, glaube ich, ganz nett aus. Ich glaube, das wird richtig ein tolles Keksal. Aha, da klebt er ganz leicht. Aber das macht nichts, das nehmen wir dann mit der Palette einfach weg. Ich werde jetzt, wie gesagt, die ganzen einmal ausstechen. Und bei 175 Grad für ca. 5 bis 7 Minuten backen. Einfach ein bisschen schauen immer. Backrohre sind immer ein bisschen verschieden. Das bei einem geht schneller, bei einem dauert es halt eine Minute länger. Dann lassen wir es alles auskühlen und wenn wir das haben, machen wir mit der Füllung weiter. Unsere Mürbeteigdaler haben wir gebacken und ausgekühlt. Ich habe da solche Stapeln gemacht, die habe ich mir da vorbereitet. Das schaut irgendwie aus wie im Casino, deshalb habe ich das so gemacht. Sonst komme ich auch nicht ins Casino, mache ich das mal so mit den Jetons. So, für unsere Sissi-Füllung, da brauchen wir Himbeermarmelade, am besten ohne Kerne. Ich habe mir es heute mal ein bisschen einfacher gemacht und eine fertige, ja, eine gekaufte Marmelade verwendet. Da geben wir mal ein bisschen was in ein höheres Gefäß. Dann geben wir Marzipan dazu. Und das Ganze werden wir mit dem Stabmixer
aufmixen. Dann haben wir einen wunderbaren Marzipan-Himbeer-Geschmack. Also gut aufmixen. So ähnlich haben wir das schon einmal gemacht mit Preiselbeeren. Das war ganz fantastisch. So schaut unsere Fülle jetzt für unseren Sissi-Taler aus. Ich finde, das schaut schon richtig nach Sissi aus, die Farbe, oder? Einfach schön. Das füllen wir uns jetzt in einen Spritzbeutel. Dann geht es einfach viel leichter mit dem Füllen. Heute habe ich extra einen großen. Brutal. Da dauert es natürlich ein bisschen länger. Die Fülle von Franz Thaler habe ich mir da schon vorbereitet. Das ist eine Ganache mit Sahne, Vollmilchkuvertüre und Nougat und einen ordentlichen Schuss Rum habe ich hineingegeben. Das Ganze tut man sich natürlich ein paar Stunden davor schon vorbereiten. Ich habe es jetzt da noch einmal gemacht, nur zum zeigen, wie das ausschaut. Hat man es aber natürlich auch schon vorbereitet. Das habe ich mir schon in einen Spritzbeutel abgefüllt. Und wie gesagt, dann tut man sich halt einfach leichter beim Füllen. Jetzt werden wir unsere Taler mal auflegen. Und zwar, ich drehe die immer gerne um. Die schöne Seite, in dem Fall, soll sie unten sein. Dann ist das einfach die Innenseite. Dann starten wir mal mit dem Sissi-Taler, mit der Fülle. Kleine Spitze weg vom Spritzsack und das Ganze füllen. Einfach nach Geschmack, mehr oder weniger, wie man das halt gerne möchte. Wie schon gesagt, heute habe ich mir es einmal ein bisschen einfacher gemacht. Und habe eine fertige Glasur gekauft. Für die Sissi braucht man die weiße Glasur. Selbstverständlich kann man sich die Glasuren auch selber machen. Ich mache sie auch meistens selber. Aber ich wollte das auch mal zeigen, dass man das genauso machen kann. Die Glasuren einfach ins heiße Wasserbad stellen, bis sie geschmolzen sind. Und die sind echt einfach zu handhaben und schmecken eigentlich total super. Jetzt für unseren Deckel. Ich möchte bei dem Sissi und Franz Keks nur die Deckel glasieren mit Schokolade, mit Kuvertüre. Deshalb habe ich jetzt das so gemacht, dass ich den unteren Teil schon gefüllt habe. Jetzt nehme ich den Deckel und auch wieder die schöne Seite oben natürlich. Und nur oben ein bisschen in die Kuvertüre, in die Glasur, besser gesagt, tauchen, das ein bisschen abschütteln und so geben wir das jetzt auf unser Kekse drauf. Dann gleich das nächste. Ich werde die jetzt einmal so fertig machen und dasselbe machen wir bei den Franzkekse dann eben in braun. Aber jetzt machen wir zuerst einmal die Sissi. Jetzt befüllen wir unsere Franzkekse, Franz Thaler, einen Tupf von der Ganache einfach wieder drauf, einfach auf die Mitte und wie gesagt, ganz nach Belieben, mehr Fülle oder weniger Fülle. Ich sage jetzt mehr Fülle. Ah, du sagst mehr Fülle. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Die dunkle Glasur, dasselbe wie bei der weißen, einfach im Wasserbad schmelzen und die sind wirklich einfach in der Handhabung. Ab und zu
darf man da mal was Fertiges hernehmen. So tragisch ist es ja eh nicht. Ebenfalls wieder mit der schönen Seite in die Glasur dunken. Ein paar Auf- und Abbewegungen, damit das Überschüssige abbrennt. Und auf das Keksal setzen. Die dunkle Glasur geht ganz gut. Und natürlich, wie gesagt, auch kann man sich diese Glasur auch selber herstellen mit dunkler Kuvertüre und Kakaobutter. Ich werde das jetzt einmal fertig machen und dann lasse ich es ein bisschen antrocknen. Dann werden wir es noch ein bisschen ausgarnieren. Natürlich passend für Sissi und Franz. Die Kuvertüre bzw. die Glasur ist schon angezogen. Da habe ich mir aus Backpapier nur so kleine Tütchen gemacht. Das ist auch ganz einfach, das haben wir auch schon mal in den Videos gezeigt. Und jetzt brauchen wir bei dem Franzkeks eine weiße Glasur. Da geben wir uns da ein bisschen einfach in das Tütchen hinein. Am besten stellt man sich das in ein kleines Glas, weil dann geht es einfach viel besser mit dem Füllen. Das gut zudrücken hinten. Und dann muss man schauen, dass man wirklich nur ganz eine kleine Spitze abschneidet. Meistens ist ja eh schon ganz, ganz ein kleines Loch, aber das haben wir jetzt da nicht. So, das wirklich, wirklich so fein nur ist. Umso feiner das ist, umso schöner schaut es halt dann aus. Das ist genau wie bei den Pralinen machen. Und jetzt werden wir nur auf der rechten Hälfte da drüber fahren. Und ein paar so Striche. Wenn man schneller macht, geht es natürlich besser. Und jetzt sofort ein paar so kleine Perlen auf dieses, jetzt schauen wir, das werde ich schon schnell drucken, auf diese Fäden da drauf geben. Und so haben wir dann schon einmal ein einfaches, nettes, kleines Franzkeksal bzw. Daler fertig. Dasselbe machen wir jetzt mit der Sissi. Das Ganze natürlich in rosarot. Ich gebe mir es da immer auf ein Backpapier drauf, das Ganze. Dann hat man halt keine Sauerei. Ja, jetzt habe ich da einen Moment zu lange gewartet. Wie man sieht, ist mir das jetzt ein bisschen zu fest geworden. Sollte sowas passieren, das ist überhaupt kein Problem, stellt man das Ganze einfach für eine Minute ins heiße Wasserbad. Das geht relativ flott und ist sofort wieder einsatzbereit. Direkt in unser kleines Spritzsackerl füllen, gut verschließen hinten und Probe drücken, sage ich mal. Und dasselbe wieder, nur auf der rechten Seite, ein paar so Striche. Das geht ganz schnell und sofort passend verzieren. Das wird relativ schnell trocken, aber so geht's. Sonst machen wir halt noch zwei, drei Striche halt drüber, wenn es nicht haften bleibt. Ja, meine Lieben, unsere Sissi und Franz Kekse sind fertig und ich sage es euch, das ist wahrlich ein kaiserlicher Genuss. Die Himbeere, das Fruchtige und beim Franzl Nougat und Rum. Also, ich würde sagen, das war wirklich keine Hexerei. Vielleicht habt ihr Lust, probiert es aus, macht es noch. Bis zum nächsten Mal.